Und willkommen zurück. Ging so schnell, dass der Geschützturm immer noch da ist. Prima. Also willkommen zurück zu Borderlands 2, wollte ich sagen. Du kleine Rotte, gib mir deinen Granatwerfer. So klein. Boah, was war das? Da hast du gesehen, der konnte eine Rolle machen. Der Große. Ihr versperrt mir nicht den Weg. Ich muss hier lang. Ja, man sieht hier Levelaufstieg, das dauert immer länger. Das ist schon ganz schön. Na, die haben ja gerade nicht wirklich viel XP gegeben. Naja, hätte ja sein können, dass da so ein lilanes Zeug drin ist. Ich weiß jetzt ja nicht, was sie jetzt von uns will hier. Oder ob wir nur die Aufgabe abgeben sollen. Aber die haben wir doch eigentlich da oben schon abgegeben. Oder das ist jetzt die andere Mission. Na. Hier? Ach, wir sollen da zurück. Nee, nee, ich möchte aber erstmal noch die andere hier. Hey Süßer, ich habe einen Job für dich. Komm doch mal bei meinem Laden in the Dust vorbei. So, ich glaube, das Dynamit gibt's drinne. Was wir benötigen. Vorher nehmen wir das Geld hier noch mit. Sprengstoff allein tut's da nicht. Wir brauchen die Wappen von beiden Familien hier auf meinem Schrottplatz nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwo alte Wappen rumliegen. Lass ich dich töten. 164, 9 Schuss. Die kann weg. Die Schrot ist eine normale Schrot. Ja, kann weg. Die kann auch weg. Hm, 14 Schuss. Hm, kann auch weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Im Kampf erhalten Erfahrung. Das können wir mal behalten. Da kriegt man mehr Erfahrung. So, das Schild weg. Ja, dann würde ich sagen, wartet. Ach, die kann auch weg hier. Die macht 54 Schaden, meine andere macht schon über 100. So. Okay. Hinterm Haus. Gucken wir mal. Ach, da draußen wieder. Okay. Ach nee, hier. Die Hodangs haben das als Wappen gewählt, weil sie auf dürre Weiber stehen. Und sie stehen auf dürre Weiber, weil sie Schlappschwänze sind. Mhm. Das Wappen der Sephrod ist der Klee als Glücksbringer, was eine ziemliche Ironie sein wird, wenn wir mit ihnen fertig sind. Jetzt geh mit dem Zeug zur Hodang-Rennstrecke. Mann, diese Hodangs werden so angepisst sein, dass sie es noch mehr bereuen werden, mich als Baby nicht umgebracht zu haben. Die Hodang-Strecke. Ah, die ist außerhalb. Da können wir das Auto wieder mitnehmen. Schön ruhig fahren.
zur Hodan-Strecke. Ja, ich bin hier der... Er eiert schon rum und er ist platt. Das ist der drittgrößte Reifen auf Pandora. Der ganze Stolz der Hodans. Sie werden tierisch frustriert sein, wenn der platzt. Ich steig mal aus. Ich glaube, ich muss da irgendwas drücken. Hör auf Abstand, das wird gleich richtig super. Die mit ihren scheiß Flugzeugen immer. Jetzt muss ich da auch noch rein. Ah ja. Okay, machen wir. Sieht ja süß aus. Komm, ob ich nun schon. Papa Jimbo sieht das widerliche Zephyrd-Wappen und er nimmt deine Herausforderung an, Max Zephyrd. Die Meere werden überlaufen vom Blut der Zephyrds. Oh, so sauer war Jimbo nicht mehr, seit er erfahren hat, dass meine Familie aus seinem scheiß Clan austritt. Mama wollte nicht, dass Gute und ich bei einem Haufen Idioten aufwachsen, die ein Baby eher fressen würden, als es aufzuziehen. Und dann befahl Jimbo Moxie eines Tages, einen Typ umzulegen, oder sie würden mich zur Clan-Frau für alle machen. Wo ist denn das andere jetzt? Ach, hier. Ah, da muss ich komplett rum. Um ihren Schrottplatz. Durch ihren Schrottplatz. Und... Na hier, aber hier sieht es so aus, als ob man um den Schrottplatz rum könnte. Aber sie hat sich geweigert. Schöne Erinnerung. Warum gehst du nicht zur Holy Spirit Spa in der Nähe von Overlook und jagst auch ihren Mist hoch? Hier kann man nur im Kreis fahren. Ach, das ist eine Rennstrecke. Okay, hier müssen wir definitiv raus wieder. Mal hier drüben irgendwo lang. Ja. Na, hier ist es doch schon. Müssen wir raus. Und hier durch. Ja, geht langsam voran hier bei Borderlands. Ich denke mal, dass das noch etliche Parts werden.
Aber das kennt man ja vom ersten Teil, der ging ja auch ewig lang. Und dann mit den DLCs, wenn sie hier auch noch DLCs rausbringen, was ich mal denke, dann... geht das Spiel auch noch länger. Aber ich mache erstmal das Hauptspiel. Wenn da noch DLCs kommen sollten, werde ich die natürlich noch mit hinten ranhängen dann später. Okay, auf dem Felsen da oben. Okay, müssen wir wohl da hochrennen. Anders komme ich da wohl nicht hin. Ach, ich höre schon wieder so ein... Hier kann ich mal... So, mit Auto ist schon viel besser. Erdwurm. Ich glaube, wir sind hier vom Holy Spirits. Das ist das Hauptquartier der Sephords. Junge, Junge, die werden ausflippen, wenn sie sehen, was wir für sie auf Lager haben. Es gibt eine todsichere Methode, die Sephords zu ärgern. Vernichte ihren Alk. Platziere. Geh auf Abstand, das wird gleich richtig super. Ja, und da kommen bestimmt auch gleich noch ein paar. Jetzt müssen wir die beiden Seiten nur gegeneinander ausspielen und abwarten, wer übrig bleibt. Das wird ein Spaß. Das heißt, ich muss hier das Wappen jetzt von der anderen Seite ranhängen. Was zur Hölle ist denn da draußen los? Piss mir ins Auge! Ist das ein Hodunk-Wappen? Diese Bastarde haben den Waffenstillstand gebrochen. Das werdet ihr bereuen, Hinterwäldler! Er klingt angepisst. Er hat bestimmt schon einen Plan, wie er es den Hodunks heimzahlen kann. Dafür wird er jemanden wie dich brauchen. Ich rufe alle Waffenträger auf, mir zu helfen, die Hodunks auszulöschen. Ich zahle mit Blut, Schnaps und Patronen. Auf zur Holy Spirits Bar. Na, da gibt's einen Auftrag drin. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt alle auf uns schießen. Hier ist aber noch ein Auftrag, den werde ich mal schnell annehmen. Jetzt haben wir ja den Klärenkrieg, okay. Aber hier gibt es auch noch was. Wo? Ach, hier ist ein schwarzes Brett. Interessante Ware bei Warnells Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Sendung abholen? Ach, zwei gleich. Begib dich zum ersten Briefkasten. Durchsuche Haufen nach Kapiteln. Ja, wir machen jetzt aber erstmal den zu Ende. Oder vielleicht ist das ja hier in der Nähe. Zeig mal. Ach, das ist hier noch auf dem Gelände. Okay, das können wir dann schnell noch machen. Erster Briefkasten. Scheint hier draußen zu sein. Da oben. Das ist aber ein schöner Arm. Der
So, und jetzt? Oh, 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 oh. Das ist jetzt außer... Oh, oh, oh. Na gut, machen wir das schnell. Da fahren wir mit Auto hin. Ich hoffe mal, das bleibt nur beim Einsammeln. Und die üblichen Gegner hier. Nehmen wir erstmal die Straße hier. Und fahren zu der E-Adresse, die angezeigt ist. Wie weit noch? Ah, da muss ich die Straße bis zur Brücke. Oh, na gut. Auf die Brücke komme ich aber gar nicht. Bin ja mal gespannt, ob sie die runterlassen. Was ist das hier? Schatzkammer? Oder einfach eine Garage? Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Zeug. Was ist das schon wieder? Okay, hier. Kümmer dich mal drum. Komm, stirb jetzt hier. Der Große da oben, der wird schon schwerer. Geschütz hin. Und jetzt kriegt das Riesenvieh mal ein bisschen was mit meinem... Gott sei Dank. Der steht ja immer noch. Dir will ich helfen, du Bastard. So, das war's mit dem. Boah. Brauchst du eh nicht mehr. Meine Güte, meine Güte. Nehmen wir alles mit.
So, aber hier sollten wir ja nicht hin. Fällt mir gerade mal ein. Hier sollten wir ja nicht hin. Ach, jetzt ist die gescheitert, die Mission. Weil wir uns hier auf den Kampf eingelassen haben. Ah, jetzt sollen wir wieder zurück. Naja, gut. Wahrscheinlich nehmen wir die Mission nochmal an. Ach, die haben mein Auto auch platt gemacht. Das ist ja nett. Kann ich jetzt den ganzen Scheißweg laufen? Naja. Müssen wir ja dann wohl mal. Es sei, hier kommt gleich eine Autostation. Ich schätze mal da vorne. Ja, nehme ich mal an. Da holen wir uns dann gleich ein neues Auto. Ich habe so das Gefühl, dass ich gar nicht auf die Brücke sollte. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Mal alles wieder auffüllen. Granaten haben wir ja nicht benutzt. Ach, das ist ein Reise. Gab's da ein Reisedings? Na ja, mal gucken. Ja, tatsächlich. Das ging ja dann mal noch schneller. Naja, die machen wir später, die Mission. Machen wir doch erstmal die andere. Was war das jetzt? Ein Ex-Freund von mir namens Taggart sollte vor einiger Zeit die Stalker-Population ausrotten. Zudem machte er sich daran, ein Buch über seine Abenteuer in den Highlands zu verfassen. Finde die Kapitel seines Buches, damit ich daraus abschreiben kann, was das Zeug hält. Win-win-win-Situation nennt man das. Obwohl, niemand nennt es so, außer mir. Auch verteilt. Wieder. Hier überall. Ja, fahren wir. Müssen wir da fahren? Ich glaube nicht. Das ist gleich hier unten. Außer die Viecher, die auftauchen, die könnten wir doch. Die könnten wir doch eventuell. Ich hole mal ein Auto. So. Jetzt fahren wir mal runter ins Gebiet rein. Ach, sind gleich mehrere Gebiete. Ach, eins ist hier oben. Oh, da haben wir eine Waffenkiste. Meint er die Haufen hier? Nimm mal mit. Egal. Oder meint er die Haufen? Meint er die? Kapitel 1. Heute habe ich einem Stalker derart eine gesammelt, dass sich sein Innerstes nach außen kehrte. Ende von Kapitel 1. Es ist bekannt, dass Stalker Echo Recorder lecker. Kapitel 2. Jack hat nicht übertrieben. Diese Stalker-Viecher sind ein Fall für sich. Einem habe ich mit meinem Hammer voll eins in die Fresse verpasst, wie ich es von Mama gelernt habe. Und er ist regelrecht explodiert. Und genau. Was er für ein Geräusch gemacht hat. Ja! Ungefähr so. Das wäre ein toller Klingelton. Hier gibt es aber keine Haufen mehr. Ich habe ja jetzt alle zerkloppt hier unten. Hier oben waren auch keine. Fahren wir mal weiter hier runter. Da unten müsste auch noch irgendwo. Moment mal.
zeigt aber hier auch noch hier oben an. Wie komme ich denn da hin? Halt hier. Hier rein. Da gehen wir nochmal schnell gucken, aber erst im nächsten Part. Dann mache ich hier einen kleinen Schnitt. Hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.